Werte Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Ministerpräsidentin, zum Abschluss einer Legislatur eine Regierungserklärung darzulegen, heißt ja, Bilanz zu ziehen. Gemessen an den Koalitionsvereinbarungen, also den Zielen, die zwei Partner miteinander vereinbart haben, und dann eine Abrechnung über das, was man konnte oder was man nicht konnte. An einem Tag wie heute aber zu beginnen, ohne eine Bemerkung zu machen, und da will ich auch noch mal bei Ihnen anknüpfen, welcher Krawall gerade draußen vor dem Landtag gemacht wird, zeigt, dass da draußen Menschen stehen, die offenkundig die parlamentarische Demokratie mit Füßen treten wollen und die eher ein Interesse daran haben, mit lauter Musik so zu tun, als wenn sie sich durchsetzen mit ihren Stiefeln und mit dem Getöse, das teilweise in Orten, Dörfern und Städten von diesen Menschen ausgeht. Und deswegen bin ich ausgesprochen dankbar, Frau Lieberknecht, dass Sie nach Ihrem Amtsantritt gezielt auf mich zugekommen sind als Oppositionsvertreter und gesagt haben, lassen Sie uns in Pößneck gemeinsam Gesicht zeigen gegen Nazis. Dafür darf ich herzlichen Dank sagen, weil das zu der damaligen Zeit Ihre Amtsvorgänger jedenfalls so nie praktiziert haben. Und ich muss es deutlich sagen, die CDU sich immer schwer getan hat damit, gemeinsam Zeichen zu setzen gegen den braunen Ungeist. Das ist in dieser Legislatur durchaus völlig anders geworden. Und deswegen danke ich dem ganzen Haus, der Landesregierung und Ihnen, dass dieser Umgang miteinander ein verbindendes Element war und dass das Erste, was dieser Landtag beschlossen hat, ein Text war gegen Extremismus und gegen Fremdenfeindlichkeit. Und da, liebe Frau Ministerpräsidentin, beginnt meine Kritik. Es wäre mir durchaus lieber gewesen und unserer Fraktion und ich glaube auch anderen Fraktionen, wenn diese Haltung, die Sie persönlich an den Tag legen, auch Eingang genommen hätte in die Programmatik der Landesregierung in klarer Sprache, dass ein Landesprogramm nicht verschwurbelt umschrieben werden muss, sondern dass das Landesprogramm das beschreibt, um was es geht, nämlich nationalsozialistische, neonationalsozialistische, rechtsextreme Bedrohung unserer offenen und freien Gesellschaft und dass das den Menschen Angst macht, dass das auch ein Stück weit heftig die Weltoffenheit mit Füßen tritt, wenn sich in Orten Nazis breitmachen, Häuser kaufen und von dort aus wie in konzentrischen Kreisen Angst umgeht. In Pößneck war das so, in Fretterode ist es noch so. Und die, die da draußen stehen, einer von denen saß wegen einem Gewaltanschlag, wegen einem Sprengstoffanschlag gegen einen Döner in Eisenach, saß der im Gefängnis. Und der steht jetzt da draußen und möchte sich um 11 Uhr da oben hinsetzen. Und dann möchte man hier im Landtag Wahlkampf von diesen Menschen absolvieren und den Landtag missbrauchen als Wahlkampfbühne. Da sollten wir gemeinsam auch deutlich machen, der Landtag eignet sich nicht als Wahlkampfbühne und wir wollen für diese rechtsextremen Gedankenträger und wir wollen die Bürger einladen und den Bürgern sagen, bei der Wahlentscheidung am 14. September kommt es darauf an, eine Trennlinie zu ziehen zwischen den Ideen, die wir unterschiedlich sehen und die wir im demokratischen Diskurs nach außen präsentieren und denen, die die demokratischen Grundstrukturen zerstören wollen, den Menschen Angst machen wollen und deutlich machen wollen, wer in dieses Land gehört und wer nach ihrem Dafürhalten nicht in dieses Land gehört. Da draußen wird die Zukunft des Landes zerstört. Und denen darf man den Zugang in das Haus nicht gestatten. Aber man muss auch den Wählerinnen und Wählern deutlich machen, mit klarer Sprache und mit eindeutigen Signalen. Und deswegen ist das Landesprogramm für Toleranz eine ordentliche Herangehensweise, aber leider sprachlich nicht so deutlich, wie es sein müsste. Und deswegen danke ich an dieser Stelle der Sozialministerin Heike Taubert, die hier im Landtag immer deutlich dann von Rechtsextremismus gesprochen hat und die Sprache auch deutlich verbunden hat mit dem, was das Landesprogramm eigentlich ausmachen müsste. Und ich hoffe, dass in einer zukünftigen Legislatur diese Sprache auch Eingang nimmt in die Programmatik und in das Handeln der ganzen Landesregierung. Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, Sie haben eine Bilanz gezogen von einer Landesregierung, bei der ich verdutzt gestern Abend mir die Augen gerieben habe und gedacht habe,
Waren wir bei den Sommertheatern der letzten Jahre nicht dabei? War das ein anderes Parlament, eine andere Landesregierung? Es gab keinen Beginn der Sommerferien, bei dem die Landesregierung nicht im tiefen Streit war und wir jedes Mal in die Sommerferien gegangen sind und wir nicht wussten, ob nach den Sommerferien diese Landesregierung noch besteht oder nicht besteht. Die Auseinandersetzung, Sie wussten das. Also heißt das, Sie praktizieren eine Propagandapolitik für die Öffentlichkeit, nur für das Schauspiel. Das heißt aber, die Regierungsbank zum Schauspielhaus umzuwandeln, wenn Sie es wussten. Wenn Sie dem Parlament, und da erinnere ich mal an die Auseinandersetzung um den Doppelhaushalt, da hat die eine Koalitionsseite gesagt, wir werden keinen Doppelhaushalt abschließen, und die andere hat gesagt, das wird am Ende ein Doppelhaushalt. Dann zog der Finanzminister an seiner Pfeife, und das Ergebnis war, dass alle anderen nach seiner Pfeife getanzt haben. Das war ein erbärmliches Schauspiel, zumindest für uns Parlamentarier. Wir waren außen vor, wir konnten das alles in der Zeitung nachlesen und diese Landesregierung tat so, als wenn das Sommertheater eingepreist wäre, so wie die Domstufenfestspiele. Nur die Domstufenfestspiele sind ein kulturelles Highlight, Sie haben darauf hingewiesen, diese Landesregierung war es nicht. Deswegen glaube ich, dass wir Ihre Arbeit an den Realitäten messen müssen. Eine zweite Anmerkung zu den, das Ergebnis zählt. Darauf komme ich jetzt, Herr Voss, Sie sind ja Wahlkämpfer, Sie haben ja jetzt den Kampf um Ihren Direktwahlkreis in Oberhof und Umgebung. Deswegen haben Sie ja jetzt schnell Oberhof gerettet. Ich würde mir wünschen, Sie hätten auch Gera gerettet und nicht nur Ihren Wahlkreisbezirk. Ja, Frau Ministerpräsidentin, den Hilferuf unserer Fraktionskollegen aus Gera haben Sie vor einem Jahr bekommen als offenen Brief. Seit einem Jahr wissen Sie, dass in Gera eine große Katastrophe sich anbahnt. Und seit einem Jahr... Also Herr Ramelow, mit dem Thema wäre ich lieber ruhig. Ja, ich an Ihrer Stelle, Herr Voss, wäre da ganz ruhig. Ich wäre da ganz ruhig. Im Gegensatz zu dieser selbstgerechten, zurückgelehnten Haltung darf ich darauf hinweisen, dass wir den Oberbürgermeister in Gera nicht gestellt haben, aber dass wir deutlich gesagt haben, alle Oberbürgermeister haben voll die Katastrophe gefahren. Und deswegen haben sich meine Kollegen... Ja, habe ich doch gerade gesagt. Zuhören, Kollege. Zuhören, einfach zuhören. Aber vor einem Jahr hat Margit Jung einen Brief geschrieben mit Dieter Hausold und Mike Huster, und öffentlich darauf hingewiesen, dass es voll auf die Katastrophe zuläuft. Und Sie haben Ihre Frau Hahn einfach weitermachen lassen. Und dann am Ende musste die Insolvenz angemeldet werden. Und liebe Frau Ministerpräsidentin, wir hatten ja noch ein Sechs-Augen-Gespräch, bevor die Insolvenz angemeldet worden ist. Und auch in dem Sechs-Augen- oder Acht-Augen-Gespräch ist deutlich gesagt worden, dass die Information, die der Herr Geibert eigentlich ausgelöst hatte, bei den Stadtverordneten nie angekommen ist. Nur so ein Detail. Verkauft man 6.000 Wohnungen an einen öffentlichen Träger oder an den privaten Markt? Das ist doch ein erheblicher Unterschied. Der Innenminister sagt, die Empfehlung war an einen öffentlichen Träger. Dann hätten die Stadträte mitgemacht. Übertragen an die Stadträte wurde aber an jeden Träger. Und damit war der Spekulation Tür und Tor geöffnet und 6.000 Familien wurden dem Spekulationsmarkt zur Verfügung gestellt. Darum ging es im Konflikt. Und deswegen ist die Frage, wenn man saniert, hätte man einen Sanierer vor einem Jahr in die Stadtwerke stecken müssen und hätte eine Haushaltskonsolidierung machen müssen, an die Werte Kolleginnen und Kollegen sich alle hätten halten müssen. Und da nutzt es nichts, jetzt den Insolvenzverwalter die Drecksarbeit machen zu lassen und dann sich hinter dem Insolvenzverwalter zu verstecken, weil der ist nur dem Gläubiger verpflichtet und niemand anderem. Und ich glaube, dass ein Stadtwerk in Thüringen, das in Insolvenz gegangen ist, unsere größte Bedrohung für die Gemeinwirtschaft ist, weil damit alle anderen Stadtwerke in ihrem Ruf und in ihrem Ansehen stark geschädigt und beschädigt worden sind. Es ist eben deutlich mehr wie nur ein lokales Ereignis. Und da, lieber Herr Voss, weil Sie so sagen, ja, die Realitäten sind so toll. Die Gemeinden in Thüringen, 841 Gemeinden, Frau Ministerpräsidentin, das ist das demokratische Gemeinwesen. Das ist das, was das Zentrum der Demokratie ausmacht. Diejenigen, die sich im Gemeinderat engagieren, die sich zur Wahl stellen, die bei der Kommunalwahl mitmachen, von diesen Gemeinden haben 97 im Jahr 2013 keinen Haushaltsabschluss gehabt. 97. Das heißt, jede achte Gemeinde, schüttelt den Kopf und sagt, stimmt nicht. Das sagt der Gemeinde- und Städtebund. Herr Voss weiß es besser wie der
wie die Selbstorganisation der Gemeinden. Die Zahl ist vom Gemeinde- und Städtebund, ist eine prüfbare, überprüfbare Zahl. Heißt, jede achte Gemeinde steht ohne Haushalt im Jahr 2013. Im Jahr 2014, insoweit ist es ja wohlfeil, dass Sie sagen, wir haben in diesem Jahr, werden wir keine Schulden machen. Nein, die Schulden machen andere. Sie haben die Schulden einfach verlagert auf die kommunale Ebene. Liebe Frau Ministerpräsidentin, im Jahr 2014, heute an diesem Tag, an dem Sie so wohlfeil übers Land gesprochen haben, haben 400 Gemeinden, das heißt jede zweite Gemeinde in Thüringen, keinen derzeitig beschlossenen Haushalt. Das heißt, jede zweite Gemeinde steht in einer Situation, dass ihr Gemeindeprivileg, das höchste Privileg eines Gemeinderats, eines Stadtrats, eines Kreistages, nicht umgesetzt worden ist. Das sind die harten Zahlen. Und in 200 Gemeinden in Thüringen, in 200 Gemeinden, ja, das ist so, wissen Sie, Herr Voss, mir kommt das so vor, wenn Sie immer so dazwischen quaken. Das kommt mir so vor wie Mike Moring, der zu Herrn Matschi sagt, mit Herrn Matschi sei Margot Honecker in die Schule gekommen. Ich finde das empörend, dass überhaupt so ein Vergleich herangezogen wird. Ich finde es empörend. Ich finde es empörend. Sie schämen sich ja nicht, weil Sie twittern das ja sogar und machen genau auf dieser Ebene weiter. Aber Herr Voss, Herr Junge, Ihr Junge bin ich nicht. Ihr Junge bin ich nicht. Wissen Sie, Herr Moring, Sie sollten Herr Ihrer eigenen Emotionen sein. Also ja, wenn Frau Taubert also von Selbstverliebten gesprochen hat, die sich nicht im Griff haben, habe ich eine ungefähre Vorstellung, was Frau Taubert gemeint hat. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme den Ball gerne auf und denke darüber nach. Ich glaube, sie hat im Nahbereich Erfahrungen sammeln müssen, die mir durchaus kulturell nicht ganz bekannt sind. Deswegen beobachte ich Sie und merke, wie Sie hochgehen wie ein HB-Männchen und Ihren Tweet nicht mal aushalten, dass Sie Herrn Matschi beleidigen bei der Schulpolitik und damit alle Lehrer öffentlich annageln, öffentlich ins Rampenlicht stellen und sagen, dieser Kultusminister ist daran schuld. Ich nehme es zur Kenntnis, aber Herr Voss, wenn Sie immer dazwischen rufen und sagen, die Zahlen vom Gemeinde- und Städtebund stimmen nicht, die Realitäten stimmen nicht, das, was der Gemeinde- und Städtebund aufgeschrieben hat, ist nicht zutreffend. Entschuldigung, dass ich dann als Westdeutscher mal sagen muss, jetzt verstehe ich langsam, was das mit den Beschlüssen von Überholen ohne Einzuholen ist. Und wer hier tatsächlich mir hilft zu erleben, wie es früher mal gewesen sein muss, Realitäten zu beschließen und nicht Realitäten abzubilden. So funktioniert das bei Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 200 Gemeinden in Thüringen. Herr Voss, warten Sie doch, ob Sie Abgeordneter werden, ob das Volk Sie in Suhl wählt, wenn Sie genügend Geschenke dort verteilen, ob diese Methode überhaupt noch funktioniert. Frau Ministerpräsidentin, ich habe Sie ausreden lassen, ich habe sozusagen Ihre Schönfärberei ertragen, habe dazu fröhlich gelächelt, habe gesagt, jetzt verstehe ich langsam, was meine Kollegen immer sagen, wie es früher gewesen ist. 200 Gemeinden in Thüringen, Frau Ministerpräsidentin, haben alle Rücklagen verbraucht. 200 Gemeinden. Das heißt, jede vierte Gemeinde in Thüringen hat keine Rücklagen mehr. 400 Gemeinden in Thüringen mussten 2013 den Haushalt abschließen und ausgleichen, indem sie die letzten Rücklagen verbraucht haben. Das heißt, wir fahren das gesamte demokratische System völlig auf Verschleiß, damit Sie im Wahlkampf sagen können, Sie haben keine Schulden gemacht. Und dann, werte Frau Ministerpräsidentin, sagen Sie gestern beim Landkreistag voller Stolz und Empathie, 17 Freunde müsst ihr sein, 17 Landkreise seien der Garant für den Erfolg in Thüringen, und reden kein Wort darüber, wie es dann mit Eisenach weitergeht, wie es mit Suhl weitergeht, wie es mit der Kreisfreiheit weitergeht, wie es mit Fragen geht. Die waren da, na klar waren die da. Nur der Punkt ist, die Hilfe, die sie hätten organisieren müssen, nämlich wenn man Rückeinkreisung vornimmt von Gemeinden, gegen die sie Gemeindebeschlüsse gefasst haben, da werde ich gleich drauf kommen. Die Rückeinkreisung führt dazu, dass Suhl ausgerechnet hat und dass Eisenach ausgerechnet hat, wenn sie wieder dem Landkreis angehören, spart als einziges das Land. Statt die Spareinnahmen für die Rückeinkreisung für die Gemeinde zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen kann. Sie haben eben gesagt, Sie haben kein Orchester geschlossen. Nein, Frau Ministerpräsidentin, Sie lassen Eisenach gerade verhungern. Die ganze Strategie, was da passiert ist, Eisenach, das Orchester streikt, hat einen Streiktag hingelegt, jetzt lässt man hochherrschaftlich einen Sonderbonus herausgeben
und lässt ein Streichorchester in dem Zustand 25% unter dem üblichen Tarif, müssen jetzt irgendwie gucken, wie die durchkommen. Die Stadt Eisenach kann das nicht finanzieren. Sie kann auch nicht den Busbahnhof finanzieren. Es fehlt auch der Eigenanteil. Das lassen sie alles zu. Und dann kommen irgendwann wieder Geschenke, wohlfeile Geschenke, weil dann muss jemand sich ranwanzen und sagen, liebe Landesregierung, habt ihr mal irgendwas? Wir selber können gar nicht mehr handeln. Und deswegen ist die Frage von 17 Landkreisen eine aus meiner Sicht politisch motivierte Wahlkampfstrategie, um zu sagen, die anderen wollen die Landkreise kaputt machen. Nein, wir wollen nicht die Landkreise kaputt machen. Wir wollen, dass die kommunale Familie handlungsfähig ist. Und ihre Form von Strukturänderung hat dazu geführt, dass die Handlungsfähigkeit von innen her zerstört worden ist. Jetzt bleibe ich noch mal am Beispiel. Sie haben es voller Stolz gesagt. Die Gemeindefusionen sind von den Bürgern getragen worden. Ja, so ist es, Herr Voss, so ist es. Na klar, das Gewerbegebiet Eisenach. Ja, die Realität, Herr Voss, die Realität an den Tatsachen messen und nicht an Ihrem Geschwätz. Sehr geehrter Herr Voss, das Gewerbegebiet Eisenach, das den Namen Eisenach trägt, gehört wem, Herr Voss, wem? Genau, der Gemeinde Krauthausen. Und wo zahlen die Gewerbetreibenden des Gewerbegebiets Eisenach ihre kommunalen Steuern hin? Nicht nach Eisenach, aber Eisenach muss das Theater finanzieren, Eisenach muss Krankenhaus finanzieren, muss die Schulen finanzieren, muss alles finanzieren. Aber Sie haben zugelassen, dass Gemeinden als Kragengemeinden gegen die Stadt gebildet worden sind. Das ist Ihre Form von selbstorganisierter Demokratie und gefährden damit das demokratische Gemeinwesen. Und dasselbe gilt, sehr geehrter Herr Voss, das Erfurter Kreuz trägt den Namen Erfurt. Sie wissen, wer die Gewerbesteuern bekommt. Das Erfurter Kreuz ist ausgelastet, komplett ausgelastet. Und die Gemeinde Ichtershausen, der Bürgermeister ist da, erfolgreiche Stadtpolitik, gönne ich dieser Gemeinde. Ichtershausen. Ichtershausen ist die Gemeinde, ich sage immer scherzhaft, die können jetzt, ich komme gleich auf Wachsenburg, ich weiß, wie es genau heißt, aber Ichtershausen verlängert sich seine Laternen, damit sie noch genügend Blumenampeln dranhängen können. Und dann sagen die den Bürgern in der Gemeinde im Amt Wachsenburg, sagen die, wenn ihr mit uns fusioniert, kriegt ihr die Kita-Beiträge gesenkt. Und die Frage, wie Arnstadt die Aufgaben erfüllen will, die klären sie gar nicht. Also die Frage, ob man die Region zugunsten der beiden Städte, nämlich Erfurt und Arnstadt, so sortiert, dass Arnstadt handlungsfähig ist, diese Aufgaben haben sie nicht erfüllt. Das heißt, ja, sie haben sich um die Landkreise gekümmert, soweit die ihr Parteibuch haben, und den Rest lassen sie faktisch vor die Hunde gehen. Und das, meine Damen und Herren, ist ein innerer Zerstörungsprozess. Da können Sie sich gar nicht aus der Affäre ziehen. Das ist einfach so. Und deswegen geht es im Landtag so gut. Na klar. Wissen Sie, dass Sie so verächtlich über die Sorgen von Arnstadt reden, dass Sie so verächtlich über die Sorgen von Eisenach reden, das finde ich das eigentlich Empörende. Mit welcher Arroganz Sie hier sitzen und einfach sagen, alles Unsinn, alles Unsinn. Die Gemeinde, die Stadträte von Eisenach können keine Entscheidungen treffen, weil sie faktisch handlungsunfähig gemacht worden sind. Und die Stadträte von Gera, die um Hilfe gebeten haben, hat man ein Jahr lang in Ruhe gelassen, hat man ein Jahr in die Irre laufen lassen, damit Frau Dr. Viola Hahn, die auf dem CDU-Ticket Oberbürgermeisterin wurde, am Ende sagen kann, wir haben jetzt Insolvenz angemeldet. Und die Frage, wie Ernst & Young 1,8 Millionen mittlerweile aus dem Stadtwerkeverbund hat abziehen können. Und niemand, keine Kommunalaufsicht, niemand hat das zur Kenntnis nehmen wollen, obwohl unsere Gemeinderäte und Stadträte das deutlich angemeldet haben, deutlich gesagt haben, was da passiert. Und dann erzählt mir Herr Geibert, es gibt kein Wertgutachten für die GWB Elstertal, mit der man hätte tatsächlich einen Verkauf an einen öffentlichen Träger vornehmen können. Da frage ich mich nur, wofür hat Ernst & Young da die Gutachten geschrieben? Nein, das ist Selbstbedienungsmentalität par excellence und weggucken, solange es nützt, um dann hinterher zu sagen, wir sind die Sparweltmeister und wer hat's gemacht? Dieser Finanzminister. Und da sage ich, sparen auf dem Rücken der gesamten kommunalen Familie ist eine Unverschämtheit, Herr Voss. Herr Ramelow, war ich an den 230 Millionen Schulden der Stadtwerke beteiligt? Herr Abgeordneter Ramelow, Sie haben das Wort und ich bitte die Ministerbank, wir können ja...
dann einen Redebeitrag anmelden, wenn die Fraktionen die Aussprache dann durchgeführt haben und die Zwischenrufe in dem Maß zu lassen. Wir waren beim Thema kommunale Demokratie, weil es für mich ein Demokratiethema ist. Es ist ein wirtschaftspolitisches Thema, es ist ein Regionalentwicklungsthema und es ist ein demokratiepolitisches Thema. Und dazu gehört auch ein Gesetzeswerk, das Ihre Regierung in ihrer Amtszeit auf den Weg gebracht hat. Straßenausbaubeiträge. Sie haben gesagt, Sie hätten damit eine Beruhigung erfolgen lassen. Also es wäre eine Beruhigung durch Ihr Regierungshandeln erfolgt. Ja, sagen Sie. Das Erstaunliche ist, ich darf es einfach mal erwähnen, die Frage der rückwirkenden Straßenausbaubeiträge hat das Verfassungsgericht am Beispiel von Bayern geklärt. Und ich habe mal von früheren Landesregierungen gehört, dass man sich an Bayern orientieren soll, wie man erfolgreiche Landespolitik macht, sagten jedenfalls früher immer CDU-Vertreter, wenn es darum ging. Und wenn wir dann konkrete Vorschläge aus Bayern hier mal vorgelegt haben, nämlich Vergabegesetze, hat man gesagt, so viel Bayern wollen wir hier doch nicht. Jetzt will ich mal auf Straßenausbaubeiträge gehen, weil das für mich auch ein demokratiepolitisches Thema ist. Das Verfassungsgericht hat entschieden, 12 Jahre rückwirkend Straßenausbaubeiträge zu erheben, sei verfassungswidrig. Was beschließt Ihre Landesregierung? 30 Jahre rückwirkend. Faktisch 30 Jahre rückwirkend. Und erst im Jahr 2021 soll die 12-jährige Frist gelten. Selbst die Abgabenordnung kennt ein 4-jähriges Verfristungsgebot und das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch, kennt ein 3-jähriges Verfristungsgebot. Nur wenn es titulierte Forderungen gibt, darf man 30 Jahre einen Titel einklagen. Hier gibt es überhaupt keine Titel. Hier ist noch gar nichts abgerechnet. Hier werden Gemeinden mit der Landesregierung, mit der Keule eines Landesgesetzes gezwungen, gegen die Bürger 240 Millionen Euro einzutreiben. Und Sie haben es so organisiert, und das, Herr Geibert, nehme ich Ihnen übel, Sie haben es so organisiert, dass es erst nach der Landtagswahl vollzogen werden soll. Sie haben es mit auf den Weg gebracht, dass die Anweisungen und Empfehlungen gekommen sind, diese drohende Schuld bei den Bürgern erst nach der Landtagswahl beizutreiben, weil dann könnte der Satz, den Sie hier so wohlfeil angeboten haben, nicht mehr ausgesprochen werden, dass Ruhe eingetreten wäre. Wie kann denn Ruhe eintreten, wenn Straßen, die im vorigen Jahrtausend gebaut worden sind, von den Bürgern jetzt bezahlt werden sollen und die Gemeinden müssen es durchsetzen, die, von denen ich gerade sprach, dass sie keine Haushalte haben, dass sie Haushaltsnotlage sind, dass sie sich nicht erlauben können, finanziell große Sprüche zu machen. Und dann sagen die Bürger, es war unser Gemeinderat. Und der kann gar nichts dafür. Der wird gesetzlich gezwungen durch ihr Handeln. Und deswegen, liebe Frau Lieberknecht, Ruhe ist hier überhaupt nicht eingetreten. Hier ist nur ein Etikett drüber geklebt worden. Wie kommen wir unfallfrei über die Landtagswahl? Und wie schaffen wir es, dass die Bürger gar nicht merken, dass sie hinterher brutalst zur Kasse gebeten werden und selbst der VDGN, der zuständige Fachverband, sagt, es gibt in Deutschland kein anderes Bundesland, das ein derartiges Gesetz erlassen hat. Und liebe Frau Minister, natürlich haben Sie es nicht gemacht. Ja, ich lese Ihre Gesetze und ich verstehe Sie sogar im Gegensatz zu Ihnen. Ich verstehe Sie, weil, Entschuldigung, Frau Lieberknecht, da werde ich jetzt persönlich, er kann schreien, wie er will. Das ist eine Beleidigung, was Sie machen hier. Frau Präsidentin, könnten Sie mal dem Minister zurufen, dass ich am Reden bin? Das habe ich schon ihm gesagt. Und ich würde trotzdem darum bitten, dass jetzt dem Abgeordneten Ramelow für die Fraktion Die Linke zugehört wird. Ich habe gerade gesagt, dass ihm zugehört wird. Liebe Heike Taubert, jetzt verstehe ich langsam kleinen Moment, Ihre Bemerkung. Bitte. Herr Abgeordneter Ramelow. Mal schreit er, ich sei ein Junge, dann sei ich ein Mann, dann darf ich nicht ausreden. Das ist ein merkwürdiger Stil, den die CDU am Ende ihrer Amtszeit an den Tag legt. Offenkundig ist die Angst davor, die Staatskanzlei zu verlassen, doch macht sie doch sehr nervös. Auf diesen Friseur brauchen wir nicht eingehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, 3,28 € Stundenlohn, Friseurhandwerk. Also ich glaube, da sollte jeder sich an seine eigene Nase fassen. Frau Ministerpräsidentin, ich will das wirklich persönlich sagen. Ja, ganz einfach. Sie haben ein Gesetz erlassen und Sie sind die Chefin dieser Regierung. Sie haben ein Gesetz erlassen, da steht drin,
dass 30 Jahre rückwirkend Straßenausbaubeiträge erhoben werden muss. Und Sie müssen wissen, dass eine Aufbewahrungsfrist der Gemeinden nur 10 Jahre existiert. Was haben Sie? Das macht mich fassungslos. Also wenn das die Haltung der Regierung ist, es ist egal, was wir für ein Gesetz machen. Wir beschließen Gesetzesuntreue und sagen, wir preisen schon die Gesetzesuntreue ein. Ja, was ist denn das, Frau Ministerpräsidentin? Da kann ich nur sagen, Sie haben fertig. Da muss man wirklich sagen, eine solche Grundhaltung gegenüber den Bürgern ist so unerträglich, dass man Gesetze schafft, bei denen man sagt, die Unterlagen zu den Gesetzen sind nicht mehr vorhanden, sie existieren gar nicht mehr. Aber die Gemeinden sollen es vollziehen und die sollen den Beitragsbescheid erlassen. Und die Bürger müssen dagegen klagen. Und erst im Klageweg kann man dann sagen, wir stoppen das. Das hätte die Regierung stoppen können und wir hätten es als Parlament stoppen müssen. Deswegen, meine Damen und Herren, auch das Thema Straßenausbaubeiträge ist eine Katastrophe, die Ihre Regierung zu verantworten hat. Und einen weiteren Bereich will ich ansprechen, das Thema Wirtschaft. Sie haben hier vorgetragen, wie wunderbar dieses Land sich entwickelt hat. Ich bin begeistert. Ich habe mal nachgeguckt, aber wahrscheinlich wird Herr Voss jetzt wieder sagen, es sind die falschen Statistiken, die vom Statistischen Bundesamt. 15,08 Euro Stundenlohn, Bruttostundenlohn, ist der Stundenlohn, der im Durchschnitt in Thüringen jeder Arbeitnehmer verdient. Im Durchschnitt. Mit Arbeitgeberanteilen. Das ist, werte Frau Ministerpräsidentin, das Schlusslicht aller Löhne in Deutschland. Wie Sie daraus die höchste Dynamik ableiten können. Ja, wenn man vom untersten Punkt kommt und dann 5% zulegt oder 6% zulegt, dann ist das dynamisch. Aber dynamisch von nix. Dynamisch von der Position der Altersarmut, die mit eingepreist ist und bei Kenntnisnahme, und deswegen fällt mir immer so der Scherz ein, als in Amerika mal gesagt wurde, wir haben eine Arbeitsmarktoffensive und dann meldet sich einer und sagt, ja, von den Arbeitsplätzen habe ich 3. Wenn das die Haltung ist, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir in Thüringen 35% aller Beschäftigten als prekär beschäftigt haben. Prekär heißt zeitlich befristet, niedriger Lohn, Aufstocker, alles das, an was sich Herr Kemmerich auch bereichert hat. 35% der Beschäftigten sind in der prekären Beschäftigung. Und sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, zufrieden mit einem Arbeitsplatz ist das eine, die Frage der Entlohnung und der Lebensperspektive das andere. Und deswegen, Frau Ministerpräsidentin, bedrückt es mich, dass 22% aller Betriebe, aller Unternehmen in Thüringen nur noch tariflich gebunden sind. Das heißt, 78% aller Betriebe in Thüringen sind nicht mehr tarifvertraglich geregelt, nicht mehr tarifvertraglich gebunden. Und da erwarte ich mir, dass eine Landesregierung deutliche Sprache spricht. Wenn man das hohe Lied auf die Tarifautonomie singt, da muss man auch es deutlich machen, dass man die Tarifautonomie würdigt und dass man sie haben will und dass man sie in den Vordergrund stellt und dass Betriebe, die angeworben werden, auch danach angeworben werden, ob sie einen Tarifvertrag einhalten. Und wenn ein Betrieb nach Erfurt kommt und Tausende von Arbeitsplätzen schafft und die einzige Bedingung, die er erfüllen muss, zu Recht, ist etwas mehr als der jetzt beschlossene gesetzliche Mindestlohn. Das hat der damalige Wirtschaftsminister in den Förderbescheid reingeschrieben. Und da hat Ihre Fraktion und auch die FDP schon geschrien und die IHK hat protestiert. Das ist aber Kannibalismus in der Branche. Das heißt, ich hätte mir eine noch mutigere SPD gewünscht, klar. Aber ich habe gesehen, wie sie bekämpft worden ist und wie alle gesagt haben, diese Sozialdemokraten zerstören die Wirtschaft. Jetzt sehen wir, dass dieser Betrieb andere Branchenbetriebe zerstört durch wirtschaftliche Macht. Wer nämlich keinen Betriebsrat hat, keinen Betriebsrat will und keinen Tarifvertrag zahlt, ist der wirtschaftlich Stärkere, der auf eine brutale Art die gesamte Branche auseinanderfledert. Und deswegen ist der Tarifvertrag Versand und Einzelhandel, für den ich mal viele Jahre gestanden habe, dieser Tarifvertrag ist die Grundlage einer solchen Beschäftigung und nicht ein erfundener Begriff von dem, was sich Logistik nennt. Und deswegen ist der geringste Anteil von Mitbestimmung in geordneten Betrieben in Thüringen kein Markenzeichen, meine Damen und Herren, sondern ein Zeichen dafür, dass Demokratie in Thüringen wieder am Werkstor endet. Und deswegen ist unser Credo, mehr direkte Demokratie und das heißt auch Mitbestimmung, Mitbeteiligung, Tarifverträge und ein entsprechendes Beordnen von sozialen Systemen, bei denen die Akteure der sozialen Marktwirtschaft wieder gestärkt werden.
Das kann ich durchaus zumindest in der Haltung der CDU wenig bis gar nicht erkennen, dass das gemeint ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, und nochmal Frau Ministerpräsidentin, Sie haben gesagt, die Wirtschaftsleistung in Thüringen sei so toll gestiegen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, und das ist ein harter Fakt, eine harte Kennzahl, dieses Bruttoinlandsprodukt ist das zweitletzte in ganz Deutschland. Bei den Löhnen sind wir Letzter und beim Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner sind wir Zweitletzter und bei dem produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsgewerbe sind wir Zweitletzter. Im harten könnte man mal dem Kollegen Höhn die Zahlen geben, die liegen da, Statistisches Landesamt und Bundesamt für Statistik. Ja, ich wäre vorsichtig, wenn ich meine eigenen Zahlen nehme, auch das hatten wir schon mal in diesem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die LDPD war daran nicht beteiligt, Kollege Barth. Nein, sie war nicht Blockpartei, klar. Also, meine Damen und Herren, ich bin begeistert, dass Thüringen so dynamisch ist wie Hamburg, habe ich heute gelernt. Ganz eindrucksvoll, die Vermögen von Hamburg sind durchaus andere. Und die Besitzenden in Hamburg und das, was wir an Industriebesatz in Hamburg haben, sind durchaus auch andere. Und wenn wir dann über das Thema Erbschaftssteuern reden, würden wir wirklich über Hamburg reden, aber da hilft ja immer Ihre Partei dazu, dass das Thema Erbschaftssteuer nicht stringent mal auf die Tagesordnung gesetzt wird. Und deswegen, meine Damen und Herren, Erhaltung der Kulturlandschaft, da kann ich nur sagen, das Beispiel Eisenach, liebe Frau Ministerpräsidentin, lässt grüßen. Die Orchestermusiker in Eisenach würden sich freuen, wenn sie denn mal ein deutliches Wort ergriffen hätten, wie es denn weitergeht mit der Bezahlung in den Orchestern und Theatern. Ich glaube, dass die Frage von Kulturraumfinanzierung über den kommunalen Finanzausgleich nicht ausreichend geklärt ist. Die Stadt Gera, die Stadt Altenburg und der Landkreis Altenburg finanzieren das einzig übrig gebliebene Fünf-Spartenhaus und der Landkreis Greiz legt keinen Cent dazu. Aber die Hälfte der Besucher in Gera kommen aus Greiz. Warum ist es nicht möglich, dass auch die benachbarten Regionen sich an der Finanzierung beteiligen? Und ein letztes Beispiel als Erfurter sage ich mal, ich gönne es Weimar. Weimar kriegt einen Kulturzuschuss von 60%, das ist völlig berechtigt. Aber ich würde mir wünschen, dass Erfurt dann auch 60% kriegt. Warum kriegt Erfurt 40% und Weimar 60%? Warum heißt Eisenach Landestheater und kriegt nicht mal ansatzweise so viel Geld, um das Theater finanzieren zu können. Soweit Ihr Satz, Sie haben kein Theater geschlossen. Nein, Sie haben es weiter aushungern lassen und warten dann, was nach der Wahl passiert, damit es vorher nicht bemerkt wird. Eine letzte Bemerkung. Thüringer Erziehungsgeld haben wir hier mehrfach debattiert. Ich bin gespannt, wann endlich mal eine Mehrheit in diesem Landtag zustande kommt, dass dieses Erziehungsgeld, das doppelt gezahlt wird, endlich abgeschafft wird zugunsten der Kita-Finanzierung. Und ich denke, wir warten jetzt mal ab, was der Rechnungshof dazu zu sagen hat. Und angeknüpft an das, was der Bund macht, wäre es längst notwendig, das Geld umzulenken zugunsten einer besseren Kita-Finanzierung. Ja, und dann zur Energiewende, Frau Ministerpräsidentin. Sie haben voller Stolz die Energiewende genannt. Sie haben sich ja persönlich eingebracht, dass die HGÜ-Leitung, Hochspannungsgleichstromübertragungsleitung, in Ostthüringen nicht kommen soll. Und Sie haben jetzt verkündigt, sie kommt anders. Ich habe jetzt nachgelesen und stelle fest, ja, sie kommt anders. Auf den Anfang kommt es an, Christoph Matschi. Das würde ich sonst immer nur bei Bildung sagen. Auf den Anfang kommt es an. Jetzt ist diese HGÜ-Leitung in der neuen Planung, startet sie in Mecklenburg-Vorpommern. Auf den Anfang kommt es an. In Thüringen wird sie immer noch den gleichen Weg gehen. Die Frage der Energiewende und der Energiearchitektur, liebe Frau Ministerpräsidentin, der Masterplan für die Energiewende für Thüringen, den habe ich vermisst. Ein einheitliches Handeln, dass alle Ministerien und alle nachgeordneten Dienststellen und Behörden daran arbeiten, dass wir einen einheitlichen Masterplan für die Energiewende haben, dass Energieproduktion die Wertschöpfung in Thüringen lässt und jede Region so viel Energie und Wärme selber produziert, wie sie verbraucht. Das wäre die Herangehensweise, die ich mir gewünscht hätte. Und dann kommt das Beispiel. Jetzt schmeißen Sie sich im Wahlkampf vor jede Bürgerinitiative. Bei der HGÜ-Leitung sogar noch mit Frau Schweinsburg, der Landrätin. Der Landkreis hat sogar vergessen, überhaupt nur einen Einspruch zu erheben. Aber sie demonstriert vorne mit, weil das ist so schick, wenn die Bürger draußen sind.
tolle Geschichte. Nur, wenn wir Investoren einladen, hierher zu kommen, und das hat Ihre Landesregierung getan, wenn man mit Trianel darüber redet, ob sie Schmalwasser zu einem Pumpspeicherwerk bauen, dann aus populistischen Gründen in Ihrem Wahlprogramm zu schreiben, wir wollen kein Wind im Wald und wir wollen kein Pumpspeicherwerk, heißt ja, dass Sie über Ihr Wahlprogramm als CDU einem Investor, der über 1 Milliarde nach Thüringen bringen will, sagen, er ist nicht willkommen, obwohl Sie ihn selber eingeladen haben. Wie gehen Sie denn mit Investoren um? Wie gehen Sie denn mit Zukunft um? Und dann kann ich sagen, ja, Trianel, das Projekt ist umstritten und wir müssen gründlich über das Projekt reden und am Ende müssen wir, und da hat Trianel am runden Tisch eine hervorragende Arbeit gemacht, sie haben mit allen Bürgern permanent jeden Planungsschritt erarbeitet. Und wenn es jetzt umgesetzt wird, da gibt es einen Vorschlag der Grünen, den ich sehr sympathisch finde, eine Volksabstimmung in Thüringen, damit man sagt, wenn wir denn über Fernwasserpreise und über Pumpspeicherwerke reden wollten, dann soll das Volk, dann soll der Souverän entscheiden. Aber was Sie machen, Sie sagen der Geschäftsführung von Trianel im persönlichen Gespräch, nehmt das nicht so ernst, was in Wahlprogrammen steht, wird ja doch nicht umgesetzt, so jedenfalls nicht ganz. Aber in der Zwischenzeit sagt Trianel, auf der Basis kann man politisch als Investor nicht arbeiten. Und da sage ich, ja, wer die Energiewende will, muss mit Schmalwasser ein vernünftiges Projekt haben, muss aus der stillgelegten Trinkwassertalsperre ein Energiezentrum machen, damit Geld verdient wird und der Fernwasserpreis auch damit reduziert wird. Die Bürger in Thüringen haben ein Recht darauf, dass der Fernwasserpreis als ein Element deutlich gesenkt wird. Wir haben den höchsten Trinkwasserdargebot aller Bundesländer und den höchsten Wasserpreis. Den Widerspruch erklären Sie mir bitte mal. Ich verstehe ihn nicht, die Bürger verstehen ihn nicht, die Industrie und die Wirtschaft versteht ihn nicht. Das ist ein Standortnachteil. Und da kann ich nur sagen, vielen Dank, CDU. 24 Jahre haben Sie hier die Richtlinienkompetenz gehabt. Es bleibt übrig, der höchste Schuldenberg. Vielen Dank, CDU. Und es bleibt übrig, eine zertrümmerte Energielandschaft, bei der Investoren vors Land gejagt werden, weil sie im billigen Populismus kein Wind im Wald, keine HGÜ-Leitung, wenigstens nicht in Thüringen. Hauptsache, sie kommt in Sachsen. Man sollte Ihnen den heiligen St. Florian verleihen, liebe Frau Ministerpräsidentin. Das ist bitte im Wald, das kann ich Ihnen sagen. Da, liebe Frau Ministerpräsidentin, mit Frau Enders rede ich regelmäßig. Und da haben Sie immer geschwiegen. Hier im Landtag haben Sie immer geschwiegen. Weil Frau Enders hat den konsequenten Weg mit den Bürgern begangen und klagt derzeit beim Bundesverfassungsgericht, ob die, ja, aber Sie haben doch als Ministerpräsidentin dazu geschwiegen. Jetzt berufen Sie sich doch bitte nicht auf Frau Enders, die heute Landrätin ist und vor den Bürgern gestanden hat, mit den Bürgern gekämpft hat und den Bürgern immer wieder gesagt hat, es geht nicht darum, die Leitung hier nicht zu bauen, sondern es geht darum, eine andere Energiearchitektur zu haben. Und dann muss jede Leitung nachgewiesen werden, ob sie überhaupt gebraucht wird. Im Moment kommen die Investoren der Hochspannungsgleichstromübertragung und sagen, für 7-9% Garantierendite bauen wir durch das Land 10 Leitungen. Hauptsache, die Rendite stimmt. Und dazu, liebe Frau Ministerpräsidentin, haben Sie in der MPK-Runde, als Sie Vorsitzende waren, geschwiegen. Ihr Land hat dazu geschwiegen. Es gibt keine Einsprüche. Und es gab keinen Einspruch, als das Bundesgesetz zur Einspeisung und zur Beschleunigung, das sogenannte ENLAG-Gesetz, Energieeinleitungsbeschleunigungsgesetz, dagegen klagt nämlich die Frau Enders. Und sie hat sie immer wieder eingeladen, auch hier, als sie noch im Landtag war, sie hat sie immer wieder eingeladen, mit ihr gemeinsam den Kampf zu führen. Jetzt sich hinter Frau Enders zu verstecken, um in Ostthüringen gegen die Hochspannungsgleichstromleitung zu protestieren, das ist der heilige St. Florian. Sie schmeißen sich im Moment nur vor Bürgerinitiativen, wenn Sie glauben, damit Wahlkampf machen zu können. Hören Sie auf, den Wahlkampf auf dem Rücken der Bürger und mit den Ängsten der Bürger zu machen. Laden Sie die Bürger ein zur Energiewende und lassen Sie uns dafür sorgen, dass Energiegenossenschaften, Bürgergenossenschaften selber anfangen, den ländlichen Raum zu füllen. Und deswegen, meine Damen und Herren, ich glaube, es wird Zeit, dass nach 24 Jahren der Richtlinienkompetenz der CDU der Wähler entscheiden sollte, wie der Weg in Zukunft ist. Und ich finde, liebe Frau Ministerpräsidentin, zur Demokratie gehört der Wechsel. Und der Wechsel hat es auch in sich, dass man der CDU gestattet, sich in der Opposition zu erholen. Vielen Dank.